Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal bei der Freya, also bei Freyas Orakel und Wegweiser. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und ihr seht schon, was hier für eine mega krasse Energie schon rausgefallen ist. Also, wir sind sehr, sehr viele Karten, ne? Aber das ist schon hier eine halbe Geschichte, die hier liegt, ne? Ja, heute ist Männertag, meine Lieben, und ich wünsche jetzt erstmal allen Männern, die hier zuschauen, einen ganz, ganz, ganz wundervollen Männertag. Ja, lasst euch feiern als Feder, als Kerle, oder wie man das auch so sagt, ne? Und ja, genau, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Tag. Trinkt nicht so viel, ne? Nicht, dass ihr dann am nächsten Tag immer noch in der Ecke liegt und nicht nach Hause kommt. Da gibt es nämlich, denkt dran, da gibt es, wenn ihr eine Freundin habt, mit einer Bratpfanne eine drauf, ne? Also passt da schön auf heute, gell? Und wie gesagt, trinkt nicht zu sehr über den Durst, ne? Genau. Ja, aber ich denke mal, alle Männer, die hier zuschauen, die sind schon wirklich, die haben schon mal ein gutes Bewusstsein, ne, dass sie wissen, entweder trinken sie überhaupt nicht oder die tun den Tag vielleicht mit ihrer Familie verbringen oder tun auch für sich etwas, wenn keine Familie hier direkt vorhanden ist, ne, für sich etwas Tolles unternehmen. So. Oder auch den Tag ganz, ganz ruhig und gechillt ausklingen lassen oder auch arbeiten, ne, wer weiß. Gerade die, die vielleicht auch in Pflegeberufen arbeiten, ne? Ja. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Männertag und ich wünsche auch den Frauen einen wundervollen Tag, ne? Also euch vergesse ich natürlich da nicht. Und wollen wir auch nicht weiter auf den Männertag eingehen, würde ich sagen. Sonst schweift das nämlich zu sehr aus, ne? Also es gibt ja da meistens die Situationen, dass man den Mann dann vielleicht ganz besoffen irgendwo abholen muss oder so. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung darunter schreiben, ne, wie es bei euch dann meistens so ist. Also bei mir ist es nicht so. Meiner ist bei mir zu Hause, ne, also da, der will auch gar nicht weg, der will da lieber bei der Familie bleiben. Und ja, selbst wenn mal ein Mann was mit Freunden unternehmen will oder so, dann ist das ja auch nicht schlimm, ne? Solange man bei der Sache bleibt, gell, und nicht zu sehr ein über den Durst trinkt. So, also, was erwartet uns denn aber heute hier das Kollektiv generell an diesem Donnerstag, ne? Und da geht es hier um die Freundschaft direkt. Ich erkenne, dass ein Freund oder eine Freundin nicht ohne Gründe mein Leben ist. Ja, vielleicht sollst du heute einfach mal erkennen, vielleicht treffen sich ja einige Freunde heute. Mir kommt auch rein, vielleicht trifft man sich auch im Garten zum Grillen oder generell bei anderen Menschen, ne, dass man da auch so ein bisschen was zusammen macht, ne? Gerade die Männer oder auch wenn man jetzt mit der Familie irgendwie ist, ne, dann kann das natürlich auch sein. Ja, es schließen sich auch viele Männerfreundschaften zusammen und sind vielleicht auch unterwegs. Die Frauen schließen sich auch zusammen und sind mit den Kindern irgendwo, ne? Also meistens ist das ja an so einem Tag und darum geht es heute, ne? Und es geht natürlich auch darum, dass man auch die Freunde schätzt, ne, die man hat. Ja, dann ist hier mit meinem Wolfsorakel, das sind auch einige Botschaften für heute rausgefallen und da ist die erste Botschaft: Hier hast du Sicherheit, lass dich nieder. Zeit für die Liebe heute, ne? Dann sei jung und verspielt, nimm das Leben leicht. Das heißt, dass du heute mal wirklich hier jung und verspielt sein sollst. Nimm das Leben einfach mal ganz locker und leicht. Ne? Nimm diese ganzen Sachen heute leicht. Dann vertrau auf Höheres, du wirst hier geführt auch. Und ruh dich mal aus und hör auf deine Instinkte. Ne? Ja, das heißt ganz einfach, lehn dich heute mal zurück. Wenn du irgendwo unterwegs bist, dann nimm das Leben leicht, dann genieße das Leben, ne? Zeit auch vielleicht, die einen sind vielleicht zu Hause bei ihren Lieben und darum geht es heute auch. Und vertrau auch hier auf das Höhere, du wirst heute hier durch diesen Tag auch geführt werden. Ja, was kommt noch auf uns zu? Rückzug, ne? Hier ist der Eremit. Es geht hier um Rückzüge, dass man sich zurückzieht. Vielleicht hat man hier heute noch einen kleinen Herausforderung, einen kleinen Kampf mit sich. Vielleicht fühlt man sich hier irgendwie gefangen in einer Situation. Es geht darum, in die eigene Kraft zu kommen und wiederzufinden. Wir haben hier traurige Ängste und Sorgen, ne? Und der Mond, der spiegelt ja auch diese Schattenseiten hier wieder, diese Ängste. Du sollst auf deine innere Stimme hören und hier eine Lösung finden, ne? In eine Situation wandeln, damit du hier wieder in dein Gleichgewicht reinkommst, ja?
Ja, dann haben wir hier die 7 der Kelche und das heißt, du träumst halt hier so ein bisschen vor dich hin. Wir sehen hier, ja, du träumst vielleicht auch von einer glücklichen Familie heute, von einer Zusammenkunft hier, dass man einfach hier 10 der Kelche in den vollen Gefühlen ist hier, vielleicht auch mit einem Menschen, aber hier mangelt etwas, entweder weil dieser Mensch, auf den du schaust, hier mit Freunden zusammen ist, ne, und da vielleicht eine kleine Grillparty macht oder ne, also es ist eine sehr, sehr feurige Person. Wir haben ja hier einen König der Stäbe mit dabei. Ne? Also ja, ne, vielleicht mangelt generell heute irgendwas. Vielleicht bist du ja auch mit Freunden mit unterwegs bei einer Person mit. Und da ist auch ein König der Stäbe, der dich vielleicht auch interessiert. Vielleicht ist das auch dein Freund, ne, mit dem du zusammen bist. Und da mangelt aber irgendwas. Du bist also nicht so ganz voll glücklich. Ne? Du würdest es gern sein, aber wir haben hier die 5 der Münzen, die Mangelkarte daneben. Und du träumst aber auch, ne, wie schön das alles so wäre. Und ja, ne? Okay, das ist so mit dem Tarot heute. Ja, und wie gesagt, ihr seid vielleicht auch bei Freunden unterwegs, generell mit Freunden, macht ihr was, vielleicht so eine kleine Grillparty, ne? Das hat man ja schon gesehen gehabt. Und aber irgendwas mangelt an dir, ne? Irgendwas passt dir nicht so richtig. Dann haben wir hier mit dem Lennemoor der neuen Zeit, das ist auch mein eigenes Lennemoor. Entweder ist hier eine Wunscherfüllung, ne? Aber mir kommt hier eine Klarheit durch. Du möchtest hier wirklich klare Sicht haben, ne? Hier sind Unklarheiten bezüglich einer Kommunikation, entweder wegen einer anderen Frau oder Mann, oder es ist ganz einfach eine komplizierte Kommunikation hier. Ne, du schaust dir das Ganze nochmal hier an, ob man dich belügen will, ob man dich täuschen will. Und wir haben hier aber, hier kommt auf jeden Fall so ein kleiner Neuanfang rein. Ne? Aber der Fuchs guckt da noch so ein bisschen rein. Ne? Also hier ist jemand, der ganz schlau hier vielleicht auch so einen Neuanfang anfangen möchte. Ne? Aber vielleicht sagt man dir hier auch was, schreibt dir etwas, aber du hast hier keinen richtigen Durchblick so richtig, ne? Positive Veränderung, da nagen die Mäuse noch dran, an dem Treffen auch, ne? Wir haben hier das Labyrinth, man weiß nicht so richtig, wo es hingehen soll. Hier sind noch ein paar Klärungen oder Streitereien gewesen, das kommt aber auch wieder in die Leichtigkeit rein, ne? Hier ist auch eine Treue, ja, hier geht es um die Treue oder ganz einfach auch um einen Freund. Ne, dass hier was glücklich verläuft und man richtet sich aber auf den Erfolg in der Liebe aus mit dieser Person. Ne? Genau, im Endeffekt denkt man da nicht mehr so negativ. Ne? Im Endeffekt geht es dann darum, dass man sich einfach positiv ausrichtet auf die Situation, die vielleicht auch gerade hier ist. Ja, dann haben wir heute entweder die Wunscherfüllung oder auch die Tiefe mit dem Wunschbrunnen. Daneben haben wir hier die Masken liegen. Ne? Vielleicht kommt heute so eine Verletzung auf dich zu. Ja, und das hast du hier im Rücken. Entweder war das schon oder es kommt auf dich zu. Hier war eine tiefe Enttäuschung gewesen. Ne? Eine Verletzung war hier gewesen. Und zwar wegen der Öffentlichkeit, wegen dem Treffen. Und das hast du im Rücken. Ich erzähle immer aus der Sicht einer Frau auf einen Mann. Und das bist du jetzt. Ne? Also die Hauptperson und du hast hier das Treffen im Rücken. Es gab da Verletzungen. Entweder waren bei dem Treffen Verletzungen hier gewesen, die dich wirklich tief verletzt haben, die dich tief enttäuscht haben. Oder es soll ein Treffen stattfinden und ne, kam aber nicht, dieses Treffen. Dazu kam es gar nicht und deshalb bist du enttäuscht. Ja, und an dem heutigen Tag guckst du hier, dass positive Nachrichten auf dich zukommen, zwecks eines Treffens. Du erhoffst dir das natürlich, ne? Dass hier eine Einladung reinkommt, vielleicht von diesem König der Stäbe, von einem Herzensmenschen. Also heute geht es generell um Familie und auch Liebe, ne? Gleich mal dazu gesagt. Und ja, vielleicht wartest du auch schon lange auf diese Einladung, ne? Dass die von dieser Person kommt, aber da kommt nichts, ne? Weil wir haben hier immer noch diesen Nebelwald, ne, und diese Blockaden hier stehen, ne? Ja, also nicht gerade so wundervoll, ne? Ja, in der Mitte liegst du mit dem Treffen, ne? Vielleicht hast du ja eine Einladung hier an deinen Herzensmenschen da rausgesendet oder auch, es können ja auch Freunde mit sein, ne? Aber wir haben ja hier den Herzensmensch gesehen. Aber
wenn wir das jetzt mal auf Freunde legen oder auf Eltern, ne, vielleicht kommt ja auch was. Wir haben ja auch hier die Eltern drin, ne? Vielleicht erhofft man sich aber auch eine Einladung von Eltern, da kommt nichts. Oder halt eine Einladung von jemandem, wo du halt wirklich schon hier lange auf eine Einladung wartest. Aber da kommt nichts. Ne? Da ist hier der Nebelwald, man blickt nicht durch, hier sind Hindernisse und ja. Und diese Blockaden sind hier auch im Inneren dann und enttäuschen dich auf jeden Fall. Das Ganze verletzt dich, ne? Ja, das kann so eine, also heute kommt so eine blöde, richtig blöde Mangelenergie auf uns zu hier, ne, am 18.05. Das ist keine tolle Energie, ne? Wir schauen aber jetzt gleich mal noch, was mit den Runen da oben drüber steht, ne? Also wenn du dich gefragt hast, kommt eine Einladung hier an diesem Tag von meinem Gegenüber, Herzensmenschen oder so, ne, dann muss ich dich hier leider enttäuschen. Dann, ja, ich muss es leider sagen, so wie es ist, ne, dann kann es hier wirklich sein, dass es nicht so ist, ne. Okay, aber erstmal schauen wir noch, was die Schutzengel hier an diesem Tag sagen. Was sagen die Schutzengel hier heute? Oh, die wollen auch noch mit raus? Ne, die tun wir nicht mit raus, die sollen weg. Okay. Wir haben heute drei Karten von den Schutzengeln. Ne? Schutzengel Nummer 1 sagt heilsame Erfahrung. Du kannst heute hier eine heilsame Erfahrung durchmachen. Ne? Also es wird auch schon ein bisschen heilsam mit sein. Dann die Harmonie und Entschlossenheit. Du sollst dich dazu heute entschließen, diese Harmonie und also diese Entschlossenheit für deine eigene Harmonie hier in dir zu behalten. Ne? Dass du hier in deine eigene Harmonie reinkommst. Ne? Und dann haben wir hier die romantische Liebe und Verbundenheit. Ne? Genau, fühl dich trotzdem hier mit deinem Herzensmensch verbunden. Ne? Auch wenn das, ja, auch wenn es so blöd aussieht. Wir haben aber hier auch, jetzt kam hier noch was rein. Ne? Du träumst auf jeden Fall hier von den vollen Gefühlen, ne? Von dieser Fülle in den Gefühlen. Ja, aber das mangelt, genau, das mangelt. Entweder mangelt das, weil hier noch andere Personen mit einer Rolle spielen, noch, ne? Das kam jetzt auch noch mal rein. Oder weil man heute generell hier nur mit anderen Menschen zusammen ist und vielleicht hat dein Herzensmensch dann auch keine Zeit so richtig für dich. Entweder ist dein Herzensmensch hier mit Freunden unterwegs oder ihr seid zusammen irgendwo auf einer Grillparty, ne? Und da, ja. Und ja, er schenkt dir vielleicht auch keine Aufmerksamkeit so richtig, ne? Oder wenn es halt generell ist, wenn er oder sie, also wenn er heute unterwegs ist mit Freunden, ja, dann erhoffst du dir trotzdem irgendwie, dass schon eine Einladung von ihm in deine Richtung kommt. Aber ja, da passiert nicht groß was, gell? Aber du sollst hier wirklich deine Harmonie in dir wiederfinden heute an diesem Tag, ne? Du bist ja trotzdem mit deinem Herzensmensch und mit der Liebe verbunden, ne? Und du kannst dadurch auch heilsame Erfahrungen machen und haben. So, und jetzt schauen wir mal, was die Runen hier noch sagen. Was sagen denn die Runen hier noch zum Abschluss? Welche Runen begleiten uns denn heute hier am Männertag? Oh, das ist einmal die Berkana, die sagt, hier kann auf jeden Fall was Fruchtbares heute entstehen. Also nicht jetzt ein Kind oder so, sondern es kann hier ein fruchtbarer Boden, ne, Boden aufebnen. Im Endeffekt über das Fruchtbarsein. Dann haben wir hier die Gebo und die sagt, hier kommt auf jeden Fall wieder was ins Gleichgewicht, ne? Das wird wieder ins Gleichgewicht kommen. Auch wenn da irgendwie jetzt ein Mangel war oder ist, ne, heute an diesem Tag. Hier wird auf jeden Fall wieder was ausgeglichen und umgesetzt. Ne? Ja, und dann haben wir hier die Eiwas und die steht auch für einen Wandel, für einen neuen Zyklus. Ne? Hier beginnt was Neues und hier fängt auf jeden Fall auch was zu fließen an. Ne? Also im Endeffekt sehe ich hier trotzdem, auch wenn die Karten so ein bisschen negativ sind und hier noch einiges blockiert sein sollte, vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen so, vielleicht kommt ja von deinem Herzensmensch hier doch eine Einladung irgendwie, ne, worauf man lange gewartet hat, aber irgendwie fühlt sich das noch nicht so echt an, ne, es fühlt sich noch so ein bisschen wie vernebelt an, ne, das kann natürlich auch sein, ne.
Auf jeden Fall wird im Endeffekt was Fruchtbares entstehen. Hier wird wieder ein Gleichgewicht reinkommen. Und ja, und ein Wandel wird auf jeden Fall hier herbeigeführt werden mit den Runen. Ne? Okay, meine Lieben. Ja, dann wünsche ich euch einen wundervollen Donnerstag. Und ihr lieben Männer, denkt dran, trinkt nicht zu viel. Ne? Nicht, dass er dann irgendwo in der nächsten Ecke liegt. Und ja, wir hören uns dann später nochmal mit dem Seelenpartner-Orakel. Ciao, ciao.